Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Nach langer Zeit ist es wieder mal Zeit für Besuch in unserem Podcast und heute soll es um ein, ja, sagen wir, ganz aktuelles Thema gehen oder auch nicht, nämlich um zyklusgesteuertes Training bzw. um den Einfluss vom Zyklus aufs Training. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen, Sweet Spot Training, heute Ersatz für Sausi, na besser, wir haben Johanna Nowak zu Gast und ihres Zeichens Spezialistin im Bereich zyklusgesteuertes Training, nicht nur weil sie eine Frau ist, sondern auch als Trainerin. Bitte stell dir mal selbst vor. Ja, hallo und vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich da zu sein. Ich bin die Johanna, ich bin Trainerin und auch selber Triathletin. Und habe mich darauf spezialisiert, vor allem Frauen zyklusbasiert zu trainieren. Nicht nur im Triathlon, sondern auch sonst. Also ich habe auch Läuferinnen oder es ist ja grundsätzlich, sofern einmal Sport im Leben ist, auch Hobbysportlerinnen. Ich mache auch Beratungen im Bereich Zyklus, also ich sag mal Zyklusberatung vielleicht einfach, ja, damit sich die Damen besser fühlen im Alltag. Ja. Also es muss nicht immer nur mit dem Sport zu tun haben, es ist ein allgemeines Thema und ich fokussiere mich aber natürlich vor allem auf den Bereich Zyklus und Training, weil das einfach… Ja, es ist auf alle Fälle eine Formschraube, eine Schraube, die man absolut dreht, die man drehen kann. Und die viele wahrscheinlich auch noch gar nicht sehen. Und ich glaube, auch das soll der Podcast-Sinn von dieser Folge sein, dass man auch irgendwie mal auch logischerweise an die Frauen adressiert, ja, aber nicht nur, dass man vielleicht irgendwie auch einmal auf den Tisch legt, was man mit der Schraube alles drehen kann und wie sehr das Training beeinflusst. Und ich glaube, das ist einmal ein guter Zeitpunkt, haben wir schon lange auf der Liste. Absolut. Und es ist nach wie vor, aus meinem Gefühl zumindest, noch immer leider ein Tabuthema, das kein sein sollte. Ja. Es ist in unserem Beruf, in unserer Herangehensweise an die Trainingssteuerung sehr individuell und mit viel Kommunikation nötig, viele Informationen zu haben und deswegen ganz, ganz wertfrei und dem Ziel dienend auf den Tisch kommen. Und da ist eben gefühlt noch immer so eine Hemmschwelle, über dieses Thema zu sprechen. Das stimmt. Also wenn es um individuelle Trainingsplanung geht, dann sind das physiologische Themen, ne, die für Frauen extrem wichtig sind. Ja. Und ich kann eine Frau nicht trainieren, ohne diese Themen bestmöglich abzudecken und zu wissen. Und da ist es natürlich auch interessant, ja, da ist es wichtig, dass sich die Frauen öffnen können, dass sie auch das Gefühl haben, sich öffnen zu können. Oder überhaupt einmal der Wille da ist. Ich bin selber in einem, ja, zu einer Zeit aufgewachsen, wo man eigentlich sagt, das ist ein Tabuthema, darüber redet man nicht. Ja, das ist meine Sache und es geht niemand anderen was an. Genau, und schau, dass ja keiner draufkommt. Genau. Verbirg so gut wie möglich. Ja. Genau, und diese ganzen Produkte, die versteckst irgendwo im Schrank. Gell? Ja. Ja, mittlerweile ist das Gott sei Dank anders und auch die Kinder wachsen da anders auf. Ja. Wenn ich jetzt an meine Nichte denke, die redet komplett offen darüber und ich bin total froh. Also die sagt doch einfach beim Essen zu ihrem Bruder, jetzt geh mir nicht auf die Nerven, weil ich habe meine Tage. Ja. Also ja, aber das ist doch eigentlich, denkst du, 2022, was gibt es denn normaleres als sowas, oder? Ist doch irre. Ja. Aber wie du sagst, einerseits ist es jetzt natürlich ein Generationenwechsel, ja, der das wahrscheinlich irgendwie vollzieht. Zum anderen muss ich sagen, jetzt sitzen da im Prinzip drei Trainer, Trainerinnen, wie auch immer. Ich glaube, wir haben alle irgendwo die Erfahrung, dass es teilweise nicht einmal was mit dem Alter oder mit der Generation zu tun hat, sondern dass es einfach, sei es jetzt irgendwie von der Kinderstube an, von der Erziehung her oder tabuisieren die Leute aus irgendeinem anderen Grund. Jedenfalls ist es ja so, wie du es angesprochen hast, in der individuellen Trainingsplanung, je mehr man da weiß, desto besser ist es. Ja? Und das ist ein wesentliches Thema. Und wir alle haben Athletinnen, wo man es eben weiß, wo das ganz offen transportiert wird und andere, die es einfach auch nicht kommunizieren wollen. Ja. Jetzt ist natürlich, liegt ja auf der Hand irgendwo bei Mario und mir, jetzt das Verhältnis Athletin zu Trainer, noch einmal ein anderes, als bei dir der Fall ist, Athletin zu Trainerin, wo man
ja, dann wahrscheinlich auch irgendwo davon ausgehen kann, dass da, wie soll ich sagen, ein natürliches Hemmnis in der Kommunikation weniger ist. Aber gibt es da bei dir auch Athletinnen, die das quasi trotzdem nicht zu dir tragen? Ja, also es gibt natürlich Athletinnen, denen das sehr schwer zu entlocken ist, wo man mal grundsätzlich ein Blocken bemerkt. Ich habe es als Frau natürlich einfacher als jetzt ein männlicher Trainer, weil ich versuche, die dann immer irgendwie so ein bisschen herauszulocken. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man selber über die eigenen Erfahrungen spricht, über den eigenen Zyklus, dann merkt diese Frau auch, sie ist nicht alleine mit ihren Themen. Frauen glauben anscheinend extrem häufig, und das ist mir ja auch so gegangen, ich bin eigentlich die Einzige, der es so geht. Und allen anderen, denen geht es urgut. Ja, also wenn es jetzt zum Beispiel ums Thema PMS geht oder sowas. Ja. Ich bin die Einzige, die PMS hat. wenn dann irgendwie so im Gespräch rauskommt, okay, hoppala, ich bin eigentlich gar nicht die Einzige und der geht es auch so und naja, vielleicht sollten wir doch einmal drüber sprechen. Mhm. Da kann dann schon eine Offenheit entstehen. Da haben es Männer natürlich schwerer. Ich selber habe aber auch einen männlichen Trainer. Ich kann mich an die Anfänge zurückerinnern. Da ist es mir auch sehr schwer gefallen, mich ihm gegenüber zu öffnen. Aber was mir geholfen hat, war einfach dieses Interesse, das Grundsätzliche daran. Ja. Ich habe gesehen, okay, der hat Interesse daran, wie es mir mit dem Zyklus geht. Mhm. Und ja, und das ist ja jetzt ganz ehrlich im Vergleich zu dann männlichen Athleten, die man betreut, auch ähnlich. Man muss irgendwelche Zustände erfragen, wie geht's dir? Und was mache ich damit? Bei Frauen ist es da in der Hinsicht dann vielleicht sogar leichter, weil man es auch terminisieren kann zu einem gewissen Grad. Ja? Darf ich da einhaken? Weil das kommt mir nämlich nur gerade so. Vielleicht ist da deine Erfahrung oder gibt es da irgendwie Erfahrung? Kannst du dir vorstellen, dass Athletinnen da auch das Gefühl haben, dass es für den männlichen Trainer ein Tabuthema ist, dass sie das deswegen quasi gar nicht transportieren, also gar nicht von ihrer Warte aus? Ja, das glaube ich schon auch. Also ich glaube, es ist beides. Auf der einen Seite, dass es für die Athletin an sich ein unangenehmes Thema ist, darüber zu sprechen. Und auf der anderen Seite, dass irgendwas, also es geht immer um die Kommunikation und ums Miteinander um die Sympathie und alles und dass irgendwas da gerade nicht passt oder dass es falsch rüberkommt bei der Athletin, dass sie das Gefühl hat, okay, da ist zwar Interesse da, aber trotzdem ist da irgendwie eine Abwehrhaltung zu dem Thema. Und diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht, weil ich habe mich nicht jedem Trainer gegenüber öffnen können. Ja, verstehe ich. Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung. Also es ist sicher anders, über das Thema zu sprechen, wenn man in einer Zusammenarbeit neu startet, die Athletin noch überhaupt nicht kennt, vice versa, die Athletin kennt den Trainer auch noch nicht. Ich glaube, das ist auch was sie entwickeln kann oder entwickeln soll über die Zeit, dass eine gewisse Grundsympathie geht, über das geben muss, über das haben wir ja schon öfter gesprochen, zwischen Trainer und Athletin oder Trainerin und Athlet, wie auch immer. Das ist klar, aber dass dann das Vertrauen noch wachsen soll, auch. Und ich glaube, das kann dann schon, wenn man dem Ganzen positiv gegenüber eingestellt ist, Interesse zeigt, Interesse hat, an der Entwicklung der Athletin interessiert ist, hat das absolut einen Platz und muss es angesprochen werden. Aber es ist eben eine Frage der Zeit, bis das passieren kann, damit es dann für beide Seiten auch eben nicht unangenehm ist. Und ich glaube, da kommt auch wieder viel eben Fingerspitzengefühl, wann dieser Zeitpunkt denn da ist. Ja, das stimmt. Ja. Dieses Vertrauen braucht es definitiv. Und bis dieses Vertrauen da ist, könnten andere Begriffe helfen. Also was ich gemacht habe zum Beispiel ist, ich habe diese Phasen aufgeschrieben und habe mich auch nicht getraut zu sagen, okay, also ich bin jetzt in der PMS-Phase oder ich habe meine Blutung, Periode, sondern das hieß dann rote Welle und so habe ich es halt dann hineingeschrieben ins Training-Peaks oder sonst wo. Oder Hulk-Mode oder Duracell-Häschen auf Speed oder das Duracell-Häschen wird immer müder. Und somit, ja genau, und dann lachen alle und es kommt ein Schmäh rein und
eigentlich war es diese Definition und ich habe das vielleicht 2 Wochen durchgehalten und dann ist es mir zu blöd geworden. Dann habe ich einfach geschrieben, was Sache ist. Ja, ja. Und so kommt man, nähert man sich dem Ganzen vielleicht irgendwie an und solche Begrifflichkeiten könnten doch vom Trainer auch kommen. Ja. Ne? Also ich glaube, ich will nur noch was dazu sagen, weil ich vorher mit dem Thema angefangen habe. Ich habe das eigentlich noch nie von der Warte gesehen, dass sich die Athletin denken könnte, dass wir ja keine Ahnung haben davon. Weißt? Also ich habe das immer irgendwie vermutet, dass wenn man das nicht nach außen tragt zu einem männlichen Trainer, dass da eher irgendwie dieses Tabuthema im Raum steht. Aber gleichzeitig, es ist ja noch lange nicht, also, oder es ist ja noch keine lange Zeit so en vogue, quasi, dass sich Trainer mit dem Thema beschäftigen. Und für mich ist es irgendwie selbstverständlich, ja, weil ich es eigentlich seit jeher mache. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Athletinnen da denken, ja, wenn ich denen das erzähle, was fängt er mit der Info an? Sehr mannshaft auf der Art. Ja. Ja. Ich glaube, dass das schon auch mitspielen absolut kann. Absolut, ganz sicher. Ich glaube, wir waren jetzt vor 2 Wochen bei einer Fortbildung. Es war schon ein großer Teil Männer auch dabei. Also der überwiegende Teil war natürlich Damen. Das ist Athletin im Fokus war der Titel. Dementsprechend waren mehr Trainerinnen und Teilnehmerinnen vor Ort, aber doch auch ein großer Anteil Männer. Und ich habe jetzt aber nicht den Eindruck gehabt, dass das Thema allgemein nicht bekannt ist unter den Trainern. Es sind sicher Fragen geklärt oder vertieft worden, die man nicht so genau am Schirm gehabt hat, aber ein grundlegendes Verständnis hat, glaube ich, haben viele Trainer davon. Und dass das nicht vorausgesetzt wird, durchaus möglich. Ja, ja, also ich habe die Erfahrung von vielen weiblichen Athletinnen, egal ob es jetzt meine sind oder grundsätzlich im Triathlon, dass sehr viele mit Trainern konfrontiert sind, die das Thema nicht interessiert. Okay, also die spannend. Sind es gewohnt, einmal auf Trainer zu treffen, die mit dem Thema gar nichts am Hut haben. Und auch wo ich angefangen habe mit Triathlon und auf Trainersuche war, bin ich einmal eigentlich nicht fündig geworden. Ist jetzt auch schwierig zum Pauschalieren, aber kannst du das irgendwie pauschalieren und kannst sagen, das sind überwiegend dann eher ältere Trainer zum Beispiel oder eher welche, die jetzt Quereinsteiger sind und jetzt nicht irgendwie groß die Ausbildung in dem Bereich haben oder, weißt du, was ich meine? Kann man das irgendwie auf einen Nenner oder sagst, das zieht sich einfach quer durch und der eine beschäftigt sich damit und der andere eben nicht? Ja, also es zieht sich ziemlich quer durch. Also ältere grundsätzlich eher schon gar nicht, gell? Also das ist so alte Schule und ist schwer, aber auch in anderen Altersklassen. Ich sage auch vielleicht eher jüngere Trainer, wo einfach auch noch die Frauen oder deren Freundinnen das auch noch als Tabuthema sehen. Ja? Ja, und also der Freund oder der Lebensgefährte darf ja schon gar nichts wissen über das Thema. Gell? Also das ist so, wobei es so hilfreich wäre, weil die Männer würden sie vermutlich wesentlich besser verstehen zu manchen Zeiten. Ja. Vielleicht so ein bisschen eine Brücke zum Training und zu der tatsächlichen Schraube, die man drehen kann, um eine bessere Entwicklung zu bekommen. Also ich kann mittlerweile sehr gut, selbst wenn es die Frau nicht kommuniziert, aus dem Trainingsplan herauslesen, was Sache ist, wann was Sache ist. Darauf zu reagieren ist dann meistens aber zu spät. Also man kann es vorhersehen und schätzen, wenn man keine genaue Information bekommt. Aber dann was zu ändern, ist einfach schwierig, weil schon viel passiert ist. Und was ich damit sagen will, es ist eigentlich kein Geheimnis und bei manchen Frauen wirkt es sich viel ärger aus als bei anderen in Bezug auf die Leistung, die gebracht werden kann oder auch nicht gebracht werden kann. Und es hilft natürlich dann extrem, wenn man vorab weiß, hey, der geht so und so und das wird kommuniziert und man kann den Trainingsplan dann dementsprechend gestalten. Was sagst du da dazu? Inwieweit, was macht Sinn, am Trainingsplan zu ändern? Macht Sinn, vielleicht nicht zu schonen oder nicht zu schonen und so weiter? Ich bringe die Frage vorgelagert noch. Was ist der Vorteil, wenn man das Training zyklusgesteuert macht? Was gewinnt man? Also was ist quasi wirklich die Formschraube, wenn wir es jetzt so nennen wollen? Und was bleibt von mir aus bei einer Athletin, wo das nicht ist, vielleicht auf der Strecke? Ja, also vorweg sollte man mal sagen, dass das zyklusgesteuerte Training ja nur Sinn macht, solange keine hormonelle Verhütungsmethode da ist. Guter Punkt,
weil da ist einfach die körpereigene Hormonproduktion eingestellt. Sollte jede Frau wissen, dass sie da mit künstlichen Hormonen arbeitet und eine Art hormonelle Flatline erzeugt wird. Wie war das bei der Fortbildung da? Es ist einfach das ganze System glatt gebügelt. Ja, genau, so wie bei Antidepressiva. Ja, das ist so richtig hängen geblieben, weil die Grafiken dazu waren schon sehr, sehr beeindruckend. Da passiert gar nichts mehr. Mhm. Ja. Also gut, wir sind jetzt einmal bei der Athletin, die auch wirklich einen körpereigenen Zyklus hat, wo man einfach mit den Hormonen, die leistungssteigernd sind und mit den Hormonen, die eher katabol, also leistungs-, ja, wie sagt man, einschränkend, mindernd, dämpfend eher, ja, wirken, arbeiten. Das heißt, wenn wir ja wissen, wann welche Hormone aktiv sind oder vorherrschend sind, dann können wir das auch im Training berücksichtigen. Das heißt, ich kann in einer Phase, wo ich höchst anabol bin oder die Athletin, extrem gut trainieren, kann super Trainingsreize setzen, kann Krafttraining machen, die Athletin ist bereit für alles. Das bedeutet aber halt auch, die Reize werden verwertet und die Athletin wird stärker. Ja. Das ist eine Leistungssteigerung, ist da. In einer Phase, wo man eher katabol unterwegs ist, sollte man auch wissen, weil dann ist die Regeneration einfach nicht so gut. Ich muss länger einplanen, wie lange die Athletin für die Regeneration braucht. Es gehören auch regenerative Maßnahmen gesetzt und man wird da vielleicht kein VO2-Max-Training machen in der Phase oder zumindest nicht 2-3 Tage hintereinander oder einfach eher auf Ausdauertraining gehen. Genau, also was ich noch ganz klar bestätigt sehe aus dem, was du beschreibst, ist, es ist keinesfalls so, dass kein Training stattfinden soll. Nein, das auf keinen Fall. Genau, also was ich dann auch eben in falsche Erwartungshaltung, wir haben im Vorgespräch gehabt, was dann so ankommen könnte bei den Hörern und Hörerinnen, um Gottes Willen, irgendwo in der zweiten Zyklushälfte, am besten bleibe ich im Bett liegen und trainiere nichts, weil der Trainingsreiz kommt eh nicht an. Es passiert eh nicht das, was ich will. Es ist eher katabol. Nein, die Trainingsreize dürfen andere sein. Die Frequenz ist vielleicht ein bisschen niedriger und die Regeneration länger. Wie auch immer, Training darf trotzdem, soll trotzdem passieren. Ja, und ich glaube auch genau das ist halt eben der Riesenvorteil auch für uns als Trainer, wenn man halt einfach genau weiß, okay, in der Phase gibt es was ganz Produktiveres, was man machen kann, dann schlagt sich das natürlich irgendwann auch auf die Form auf. Und ich meine, ich muss sagen, ich weiß nicht, sind wir da irgendwie besonders im aufgeklärten Bereich oder ich weiß es nicht, für mich ist das völlig normal, dass man im Trainer-Athletinnen-Verhältnis über sowas spricht, aber gut, wir haben es eh thematisiert, offensichtlich nicht überall. Aber ich denke mal, wenn ich sowas auf Training Peaks eintrage, dann ist das genauso, wie wenn ich im Vorhinein eintrage, zu der und der Zeit ist mein Radl in der Werkstatt. Wenn ihr da Radleinheiten habt, das bringt halt wenig. Ja? Und aber ich meine wirklich, das ist doch so banal einfach. Ja? Und da verstehe ich nicht, ich meine, noch einmal, es ist von jedem die Privatsache, wenn man das nicht kommunizieren will, um Gottes Willen. Wir sind da auch nicht penetrant, logischerweise auch da in dem es ist genauso Trainer-Athletin-Verhältnis. Die Privatsache, wenn er sagt, wenn man nicht sagt, dass das Radl nicht bereit ist. Ja, also, genau. Oder in der Werkstatt. Ich glaube, es muss hier ein Umdenken stattfinden. Es muss einfach der weibliche Zyklus und auch die weibliche Physiologie einfach als solches betrachtet werden und nicht als Frauenthema. Ja, guter Punkt. Ja. Ich kriege auch alle Zustände, wenn Leute von Frauenproblemchen reden. Ja, ja. Ich denke, na, das wird gleich dein Problem werden, wenn du das nochmal so nennst. Also. Ja, aber es stimmt wirklich. Also ich glaube, da ist einfach so viel. Es bricht ja jetzt eh auf, und man redet immer offener drüber, es gibt auch diese, wie es jetzt war mit den Fortbildungen, und man sieht, es stoßt ja auch schon auf breites Interesse. Also ich glaube, wir sind ja da jetzt in einem Zeitenwandel, der in die richtige Richtung geht, weil viel mehr in die falsche können wir es eh nicht mehr machen. Ja. Deswegen, ich glaube, man kann da nur irgendwie offensiv an die ganze Sache rangehen, und das Thema einfach mit allen Mitteln enttabuisieren. Und ich glaube, dann geht das völlig in die richtige Richtung. Ja, und das, was der Mario vorher eben erwähnt hat, mit eben, man darf in dieser hochhormonellen Phase vielleicht irgendwie ist diese Vorstellung da, man dann darf gar nicht mehr trainieren, oder gar keine Bewegung mehr machen. Das ist auch etwas, was mich fürchterlich aufregt. Ich habe das sogar mal einer Zeitschrift geschrieben, weil sie einen Artikel darüber gebracht haben, dass das so ankommt, als würdende Frau
vom Zeitpunkt des Eisprungs an eigentlich immer schwächer werden und darf nur mehr Yoga und Mobilisation und sonst was machen und sich schlecht fühlen. Und ich denke, das ist eine Legitimierung dafür, dass man sich schlecht fühlen darf. Und ja, die, das fast, kann fast ich, in, als ob die... Ob es eine Krankheit wäre. Ja, ja, genau. Und das kann ich so nicht stehen lassen. Ja, und es befeuert nur dieses Stigma von irgendwie dem schwachen Geschlecht. Ja. Also da kriegt man einen Brechreiz, wenn man sowas hört. Ganz genau. Also, ganz genau. Auf jeden Fall, so wäre man auch nicht besser. Na, glaube ich auch nicht. Ja. Im Endeffekt geht es ja darum, den Körper so weit hinzubekommen, auch durch dieses langfristige zyklusbasierte Training, dass man dann auch einmal ansetzen kann und sagt, so, jetzt bin ich eigentlich in dieser schlechteren Phase. Na, was passiert denn, wenn ein Wettkampf in der Phase ist? Dass man da auch den Körper mal wirklich beibringt. Es kann sein, dass du in dieser Phase auch mal Leistung bringen musst. Ja. Ja. Und das muss dann wirklich, da braucht es dann extrem viel Vertrauen zum Trainer. Das muss schon einige Zeit lang gemacht werden und ausgetestet werden. Die Frau muss ganz genau wissen, wie fühlt sie sich und auch selber schon recht gut das einschätzen können. Aber wenn das soweit ist, kann man sagen, okay, gut, also da ist eigentlich, ich sage jetzt gut, also es gibt Athletinnen, die haben nach der Ovulation 2-3 Tage, da fühlen sie sich nicht gut. Fast schlechter als bevor sie ihre Periode bekommen, sprich in der hochhormonellen Phase. Und genau da mal einen intensiven Trainingsreiz zu setzen und dass sich die Frau mal wirklich fragt, schaffe ich das? Wie viel schaffe ich? Da vielleicht auch wirklich reinschreiben in Trainingspeaks, fühl dich hinein und schau, was geht. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass es oft der Kopf ist, der dann auch hinderlich ist. Also man fühlt sich, wenn man ins Training reingeht, vielleicht irgendwie, wie soll ich denn das schaffen? Ja. Aber man fängt an. Beim Einlaufen ist vielleicht auch noch blöd, wenn es ein Lauftraining ist. Aber dann, es macht Klick und es funktioniert. Ja. Und es ist auch für den Kopf extrem wichtig, okay, ich kann eigentlich auch in schlechten Phasen Leistung bringen, wenn es dann einmal soweit ist, dass ein Wettkampf wirklich in die miese Phase fällt. Ja, ich glaube, kann man auch wieder verallgemeinern, weg vom jetzt nur auf Frauen bezogen, sowas kann es bei Männern ja auch geben. Ja? Ja. Es kann bei jedem Athleten so sein, dass einmal ein Wettkampf auf einen nicht so einen superen Tag fällt und dass man dann Anker hat und weiß, okay, am Training hat das auch funktioniert und manchmal ist es ja wirklich so, man glaubt, heute geht gar nichts und läuft weg und plötzlich geht es doch. Warum auch immer. Aber auf das kann man sich dann berufen und auf das kann man dann bauen, auch in einem Wettkampf und mit der Sicherheit an der Startlinie stehen. Genau, eine Strecke schauen wir uns ja auch im Vorhinein an, weil es Sicherheit gibt. Ja. Also versuchen wir auch im Training Trainings zu machen, die uns Sicherheit geben, damit wir dann beim Wettkampf einfach eine bessere Performance bringen können. Alles, was man nicht trainiert hat, kann man nicht abrufen im Wettkampf ganz und dementsprechend go for it und einfach machen. Ich möchte noch ein ganz großes Thema aufmachen, nämlich das Thema Nüchterntraining, was die letzten Jahre ja quasi völlig durch die Decke gegangen ist. Stichwort Fatmax-Training und ja, nüchtern und lang und hin und her. Dass das hormonell natürlich viel aus dem Gleichgewicht bringt, liegt auf der Hand. Vielleicht nicht für alle, aber vielleicht magst du das ausführlicher erklären. Auch wie das in den verschiedenen Phasen beeinflussend sein kann, natürlich auch auf den Trainingseffekt, aber nicht zuletzt auch einfach generell auf dem Hormonstatus. Und was da alles schiefgehen kann, wenn man als Trainer eben genau diese Phasen halt nicht weiß. Ja, also da gab es ja auch zum Beispiel, einen Nachsatz bringe ich noch, ein ganz bekanntes Interview von der Yvonne von Flerken damals im Trimark, die da quasi mit Vergangenheit Bewältigung betrieben hat, nehmen wir es einfach mal so, und wirklich aufgeräumt hat mit diversen Coaching-Fehlern, die einfach waren, durch extrem viel nüchtern Training, wie es halt einfach auch in der Schule damals noch war, wenn man auf die Langdistanz gehen wollte. Vielleicht magst du ein paar Sachen dazu erzählen. Kurz noch dazu als Input, als Weiteren, dann kannst du schon freien Lauf. Gar nicht so sehr nur auf nüchtern Training bezogen, sondern einfach auf Unterversorgung im Training. Ja, ja. Also das ist nicht unbedingt nur eben das darauf beschränkt, dass das in der Früh nüchtern passieren muss oder mit keiner Versorgung davor, sondern generell auf zu wenig Versorgung im Training, was da passieren kann und was das für Auswirkungen haben kann. Ja, also dazu möchte ich sagen, dass ich persönlich kaum nüchtern Training mache und ich das auch meinen Athletinnen nicht aufschreibe.
es geht da auch wieder sehr stark ums individuelle Empfinden. Mhm. Nüchtern Training bedeutet, ich gehe unterversorgt ins Training. Ja. Das heißt aber dann auch, dass das Cortisol, unser Stresslevel, extrem in die Höhe schießt. Dazu muss man wissen, dass wir Frauen grundsätzlich schon einmal mehr Cortisol haben und dass wir auch eine höhere Cortisolproduktion haben. Plus, wir haben mehr Fett und je mehr Cortisol wir produzieren, desto eher kann es ins Gegenteil umschlagen und wir lagern das Fett eigentlich ein. Ja, auf das wollte ich hinaus. Ja. Wenn ich das einmal einer Frau sage, will sie kein Nüchtern-Training mehr. Ja. Aber Nüchtern-Training ist nicht gleich Nüchtern-Training. Ich kann wohl eine halbe Stunde locker laufen gehen, ohne dass es jetzt wirklich ein Nüchtern-Training ist, weil hier habe ich keinen individuellen Stress. Es geht hier extrem um den individuellen Stressfaktor. Wenn der da ist, wenn ich irgendein Gefühl von Hunger habe, ist es Nüchtern-Training. Wenn das nicht da ist, dann bitte, halbe Stunde, Stunde vielleicht sogar, kommt immer auf den Zustand, auf den Leistungszustand der Athletin auch an. Oder man hat einmal an einem Abend über die Stränge geschlagen und fühlt sich am nächsten Tag total, boah, ich bin immer noch voll. Ja. Na, dann wird es kein Nüchtern-Training sein. Dann habe ich noch Reserven und kann von denen noch zehren und fühle mich danach vielleicht wieder gut. Ich glaube, du hast jetzt da so viele Punkte angesprochen, wo ich drauf eingehen will, weil das unterschreibe ich alles sofort. Ja. Weil ich glaube immer noch, und das ist auch so irgendwie gerade mit Athletinnen in der Kommunikation das Problem, oder ich weiß nicht, wie man das Problem nehmen kann, eher, dass das falsche Bild ist von nüchtern Training, dass das immer suggeriert mit Abnehmen. Ja? Und das, was du gerade gesagt hast mit dem Cortisolspiegel und der erhöhten Fetteinlagerung, was ja nachher genau der Schuss in die andere Richtung sein kann, das kann man ja niemandem vorwerfen, dass man den initial nicht sieht. Ja, gehört ja schon eine gewisse Fachbildung dazu. Ja? Wie soll ich sagen? Ich glaube, da fehlt es massiv an der Aufklärung. Ich glaube, dass das wieder so ein Hype-Thema war, was einfach über Jahre durch alle Triathlon-Magazine und nicht nur Triathlon, sondern generell auch in der Leichtathletik und sonst was durchzogen worden ist. Und jeder ist auf den Zug aufgehupft, ohne dass er einmal 5 Minuten drüber nachdenkt, ob das vielleicht auch Folgen haben kann, die nicht in die Richtung gehen, die wir wollen. Wir sehen es ja auch genauso auch bei Männern. Ja, es werden ja jetzt heute auch bei dem Podcast hoffentlich genug Männer zuhören. Ja, deswegen muss man die auch ins Boot holen. Ja. Sieht man es auf einer anderen Seite. Vielleicht nicht zwangsläufig auf der direkt hormonellen, so augenscheinlich, aber die halt einfach keine Leistung bringen durch die Unterversorgung. Ja. Und da gibt es dann auch keine Fettverstoffwechslung mehr, wenn es zu wenig Kohlenhydrate gibt. Ja. Man sagt ja immer, die Fette brennen im Feuer der Kohlenhydrate. Ja. Das sind alles Dinge, wo, glaube ich, einfach ungefiltert Dinge übernommen werden, in einem Exzess praktiziert werden und dann nach hinten losgehen. Dasselbe ist mit dem Intervallfasten. Ja. Also da stellt es mir die Haare auf. Ja. Ja. Aber es ist alles dieselbe Kerbe. Es spricht nichts gegen Aktivierungsreize in der Früh nach dem Aufstehen, wenn es vielleicht dann Double Run Day gibt mit einer 20-minütigen oder 30-minütigen Aktivierung in der Früh. Aber die grundsätzliche Vorstellung, ein nüchtern Training zu machen und bewusst unterversorgt, längere, intensivere Einheiten zu machen. Mit dem richtet man einfach einiges an. Ja, und dieses Thema Fettstoffwechsel trainieren, wo ja eigentlich das Ganze herkommt, ist ein komplexes Thema. Und wie es halt einfach so ist bei komplexen Themen, es gibt keine simplen Antworten. Ja. Also das heißt, dass einfach immer mit einem Kamm über das ganze Thema drüber zum Scheren und dann sagen, na passt, dann machen wir nur noch nüchtern Training, dann habe ich einen super Fettstoffwechsel, ist halt auch Bullshit. Ja. Kann man nicht anders sagen an der Stelle. Ja, und deswegen, man kann an der Stelle auch einfach gegenüber den Athletinnen, die das jahrelang betrieben haben und nicht davon weg wollen, durchaus auch sagen, hey, du brauchst nicht einmal viel essen. Gell? Es geht denen dann auch oft darum, dass sie null Vorstellung davon haben, was brauche ich denn eigentlich für welche Trainingsbelastung. Ja, ja. Und mehr als man glaubt. Das, ja. Aber wenn ich jetzt einmal in der Früh halbe Stunde, Stunde nüchtern laufen gehen will und ich will die Athletin davon wegbringen, dass sie nüchtern laufen geht, dann sage ich ja, du, so viel ist es nicht, was du essen musst. Gell? Also wirklich veranschaulichen, was braucht sie vorher, dann kann sie die Stunde gemütlich runterlaufen und was braucht sie nachher, womit kann sie sich danach verpflegen. Ja? Wenn sie sich das dann irgendwie anschauen, denken sie, okay, das ist eigentlich gar nicht so viel und das kann ich vielleicht doch verstoffwechseln, weil dann kommt nämlich oft die Antwort, aber dann kann ich ja nicht drauf laufen gehen, wenn ich so viel esse vorher. Das ist nicht viel, ist eine Banane und wir sind schon glücklich. Ja. Ja. Also
Keiner geht vom Schweinsbraten. Am besten natürlich noch kombiniert mit irgendwas, weil nur Banane ist wieder nur Einfachzucker. Ja. Also, aber es ist schon mal besser als nichts. Genau. Ja. Ey, man muss sich ja auch da wieder an das Thema rantasten. Wir sehen das ja auch bei den Diagnostiken, wie augenöffnend das ist, wenn man mal den Athleten und Athletinnen zeigt, wie viel sie eigentlich bei der und der Belastung verbrauchen. Ja? Also da gehen die Erwartungen und die Tatsachen ja wirklich komplett auseinander. Und da muss man sagen, diejenigen, die sich mit dem Thema nachher beschäftigen und das auch umsetzen, die kriegen wirklich innerhalb kürzester Zeit positives Feedback, was die Form angeht, ja, und auch was die Regeneration angeht, weil diese ganze Nüchterngeschichte, auch Stichwort Cortisol, verlängert ja massiv die Regeneration. Ja. Das heißt, das geht ja alles in eine Richtung. Ja. Ganz genau. Zum Thema Regeneration würde ich noch gerne was sagen, dass wir Frauen da auch allgemein, unabhängig jeglicher Zyklusphase, einfach ein wesentlich kürzeres Fenster haben. Mhm. Also wir sollten wirklich, wenn es jetzt da ums Thema Verpflegung und Nachversorgung geht und sowas, innerhalb von 30 Minuten nach der Belastung uns nachversorgen. Okay, das spannend. Ist wesentlich kürzer, als es Männer haben. Ja. Ja, wobei das dann auch gar nicht mehr so viel größer ist. Also länger als eine Dreiviertelstunde, Stunde sollten Männer auch nicht warten. Sollten. Ja. Also ich will es nochmal deshalb verallgemeinern, aus dem anderen Grund, was der Gary schon gesagt hat, es hören hoffentlich nicht nur Frauen zu. Bei Frauen hat es ärgere Auswirkungen. Bei Männern gibt es die genauso. Diese Unterversorgung schlägt auch aufs System und nicht im positiven Sinne. Meine fortführende Frage, was sind so die Worst-Case-Szenarien, wenn man das über längere Zeit macht, wenn man das System da falsch belastet, überbelastet, unterversorgt und so weiter? Ja, also durch die Unterversorgung, erstens einmal gibt es keine Performance-Entwicklung, weil der Körper einfach immer schwächer wird. Zweitens Heißhungerattacken und dann halt zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich vielleicht nichts mehr essen sollten. Was aber nicht heißt, dass der Körper nicht trotzdem nach Unterversorgung schreien kann, weil zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich die Nährstoffe gebraucht werden, sind sie nicht da. Mhm. Was will ich damit sagen? Früher hat man irgendwie gesagt, okay, die ist magersüchtig, die ist bulimisch, ist extrem dünn, isst nichts. Das ist heute nicht mehr so. Es kann eine komplett normalgewichtige Frau dieses Red-S-Syndrom entwickeln, also ein Energiedefizit, ein allgemeines. Die Periode kann ausbleiben, man sieht es ihr aber vielleicht gar nicht an. Es kann jede Athletin treffen. Es trifft nicht nur die dünnen Athletinnen, weil wenn man mit einem guten BMI ins Training geht und man versorgt sich aber nie anständig und geht immer in diese Unterversorgung, kann auch der Zyklus ausbleiben. Mhm. Und man ist trotzdem in diesem Red S drinnen und äußerlich würde man es gar nicht ansehen. Das heißt, der Körper ist total durcheinander. Es gibt diesen Zyklus nicht mehr, wie er eigentlich sein sollte. Es gibt diese Hormonentwicklung nicht mehr, wie es sein sollte. Eigentlich versetzt man sich selber in eine frühzeitige Menopause. Wollen wir alle nicht, weil die kommt früh genug. Dann haben wir nämlich keine leistungssteigernden Hormone mehr und müssen irgendwie darum kämpfen, da trotzdem noch auf dem Level weiter zu performen, wo wir waren. Es ist fatal, was da passieren kann. Ja, es geht dann in die Richtung, wenn das schon in jungen Jahren passiert, ist auch der Knochenstoffwechsel ganz stark beeinflusst. Ja, ganz genau. Östrogenspiegel bekanntlich dafür verantwortlich, dass auch Knochendichte und Knochengesundheit erhalten bleibt. Wenn das wegfällt, geht es in Richtung Anfälligkeit für Osteoporose und solche Dinge. Bei Jugendlichen. Und genau. Man muss sich da nur, in der Vergangenheit waren es immer so die Turnerinnen, die dafür bekannt waren, weil die einfach schon extrem früh angefangen haben mit dem Turnen und da gab es gar keine gesunde Entwicklung. Ja. Also die haben nie, also mal davon angefangen, dass sie keine weiblichen Züge und Attribute an sich haben. Warum denn auch? Weil es fehlen ihnen die weiblichen Sexualhormone. Ja, war es vielleicht auch so gewollt, ja. Ja, es hat damals ganz grausliche Geschichten gegeben, wo das alles künstlich nach hinten rausgezogen worden ist, damit man, weil man einfach mit 14 Jahren noch andere Dinge
von den Figuren jetzt da, was beim Kunstturnen zum Beispiel sein kann, noch zusammenbringt, das dann später. Also da ist ja wirklich mit Menschen Versuche betrieben worden, ist ja absolut krank. Ja. Genau, und ein 14-jähriges Mädchen denkt nicht daran, wie es ihr mit 30, 35, 40 geht. Und vor allem ist die in einem Überunterordnungsverhältnis zum Trainer, weil aus den Schulen, wo das kommt, das sind meistens auch Länder, wo, wo noch anders umgangen wird. Grauslich brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr drauf eingehen in dem Fall, weil ich, das ist ein anderes aber Thema. Im kleinen Rahmen gibt es dann eben, wenn diese Unterversorgung oder solche Dinge passieren, auch die Auswirkungen. Ich möchte auch noch eins nachhaken zu dem Thema mit dem Cortisolspiegel. Ich glaube, das ist für viele auch immer so eine Blackbox. Es geht ja jetzt nicht nur darum, dass man das Training vorversorgt oder nachversorgt mit Nahrungsmitteln, sondern es geht ja auch darum, dass man nicht jeden Tag mit demselben Cortisolspiegel aufsteht. Das heißt, der Schlaf macht ja auch einen wesentlichen Einfluss. Also es gibt ja zum Beispiel, das hat jetzt nicht einmal zwangsläufig was mit dem Sport zu tun, aber Menschen, die extrem in einem extremen Stressverhältnis leben, ja, die sehr wenig schlafen, neigen dazu, extrem Fett einzulagern. Ja, so. Jetzt, das kann man jetzt runterbrechen auf den Sport ganz genauso. Ja, wenn ich ohnehin schon einen 90-Stunden-Job habe und nebenbei noch eine Langdistanz mache und ich in der Nacht 3 Stunden schlafe und dann in der Früh nüchtern laufe, ich meine, viel mehr kann ich nicht mehr nach hinten schießen. Das muss irgendwann einmal dann wirklich nach hinten losgehen. Und ich glaube, da müsste man auch einmal wirklich einen Podcast machen, wo man ausführlich auf das Thema Cortisol eingeht, weil es einfach so wesentlich ist, was sportliche Adaption angeht. Ja, vor allem, es geht ja dann alles in den Bereich Regeneration, dass das einfach von den Athleten ungern gesehen wird. Ja. sich da länger regenerieren zu müssen, sich die Zeit zu nehmen, vielleicht auch wirklich einmal selbst Anzeichen zu erkennen am eigenen Körper. Wie sagt mir jetzt eigentlich mein Körper, dass ich diese Regeneration brauche? Wie merke ich denn, ob mein Cortisol-Level noch hoch ist oder nicht? Das merkt sicher jeder unterschiedlich. Ich schließe mich da davon nicht aus, weil ich bin selber Athletin und da weiß ich als Trainerin noch so viel, aber als Athletin will ich das ja alles nicht wahrhaben. Das sind immer zwei Paar Schuhe. Das kennen wir, glaube ich, alle. das kennen wir, glaube ich, alle. Unstoppable. Und ja, da finde ich aber dann auch die Off-Season einfach wirklich nett. Da kann man das alles Revue passieren lassen. Ja. Sich einfach mal die Saison anschauen. Wo habe ich mich noch richtig gut gefühlt? Wo war ich auf meinem Leistungshoch und wo hat es angefangen zu bröckeln? Wo kann ich vielleicht eben noch so eine Schraube drehen? Wo hätte ich vielleicht ein bisschen rausnehmen sollen? Und wie ist es mir da eigentlich gegangen? Was haben mir da meine Gelüste gesagt? Also ich finde, man kann da extrem viel an der Ernährung auch herauslesen, solange ich Heißhunger auf Kohlenhydrate habe. Bin ich nicht erholt. Nicht regeneriert. Ja, aber das haben wir auch schon wieder an einem Punkt. Leider dieses, von dem wir ja schon öfter gesprochen, dieses Gefühl haben viele schon verlernt oder können es nicht mehr. Und wird auch da wieder falsch transportiert. Also wenn du mit Athleten und Athletinnen sprichst und sie haben das Gefühl, sie stagnieren jetzt aus irgendeinem Grund, dann ist der erste Schritt, okay, es muss mehr Belastung her. Ja. Und weil man irgendwie, obwohl man das versuchen, andauernd irgendwo zu deponieren, aber noch immer nicht im Kopf ist, dass man in der Regenerationsphase die Adaption hat und nicht in der Belastungsphase. Und ich glaube, wenn man das ganze Mindsetting da ein bisschen shiften würde, dann würde man sich auch wesentlich mehr mit regenerativer Nachbehandlung im Sinne von Ernährung beschäftigen, mit Schlaf beschäftigen und so weiter. Und die Belastungseinheit an sich wäre eigentlich die Vorstufe zur Adaption. Ja. Und so, glaube ich, müsste man das irgendwie sehen. Aber wir kennen es alle. Als das ist alles heute das leidige Thema. Zum Beispiel, langsam laufen macht schnell. Mhm. Würden ja auch viele noch nicht wahrhaben, noch immer nicht wahrhaben. Okay, wirklich? und ja, auch da, ich denke, da braucht es eine gesonderte Behandlung einmal dafür und einen gesonderten Input. Gary schreibt schon fleißig mit nebenbei. Gary, ich glaube, das sind meine häufigsten Kommentare im Trainingspeaks. Bitte langsamer laufen. Aber diejenigen, die das dann wirklich eisern praktizieren, die kriegen halt auch dann wirklich den Benefit. Ja. Aber es ist halt, es ist ja auch so ein paradoxes Thema. Also ich meine, irgendwem zu erklären, lauf langsamer, dann wirst du schneller. Es ist ja, ich verstehe das ja schon, dass das schwer reingeht. Ja. Aber ich verstehe es als Athlet absolut, als Trainer überhaupt nicht. Aber Zeitpunkt ist für mich noch so ein Thema und ein Stichwort.
es gibt ja jetzt ganz viele mögliche Tracking-Methoden und Dokumentationsmethoden, um den Zyklus zu verfolgen. Mhm. Die Theorie ist ja nett mit 28 Tagen, die Praxis ist weit daneben, meistens. Ganz genau. und vor allem dynamisch, das heißt nicht immer gleich. Ja. bei manchen vielleicht, bei vielen nicht. Und da haben wir halt so ein kleines Dilemma, man kann es eben schwer vorhersagen. Dementsprechend macht es Sinn, wenn es Tracking-Methoden gibt, die dann auch zuverlässig sind. Und dazu schon die Frage, gibt es die? Ja, also es gibt mehrere Tracking-Apps, die man benutzen kann. Es gibt aber auch die Garmin-App, also alle, die eine Garmin-Uhr haben, die haben, Gott sei Dank, seit, glaube ich, mittlerweile 2-3 Jahren diesen Menstruationskalender inkludiert. Mhm. Natürlich für Athletinnen ganz, ganz toll, weil auch diese ganzen Daten auf freiwilliger Basis ins Trainingspeaks automatisch übernommen werden können, mhm, als Matrix. Und dann die Trainer natürlich einfach automatisch alles sehen. Ja. Hier muss auch nicht mehr ein Kalender neben dem anderen gegengerechnet werden. Also früher, vor Jahren, wo ich angefangen habe damit, habe ich noch mein Garmin-App und meinen Zykluskalender irgendwie synchronisieren müssen, mir anschauen müssen. Also man musste das selber auswerten. Mittlerweile ist das wirklich einfach. Wie gesagt, mit Garmin würde ich dazu tendieren, das da einzutragen. Man kann vielleicht nicht alles mit so ganz konkret mit Emojis kennzeichnen wie in einer eigenen Zyklus-Tracking-App, aber man kann immer Kommentare dazu schreiben und dann macht man das halt. Wenn diese Stimmung, wo es, so wie man sich ja da jetzt gefühlt hat, nicht dabei ist, dann schreibt man das halt dazu. Und das berechnet auch im Vorhinein, wann voraussichtlich der nächste Eisprung kommt, wann voraussichtlich der nächste Zyklus startet, ist auch extrem hilfreich, wenn man dann über dem eigenen Trainingspeak sitzt und dem Trainer was reinschreiben will für die Trainingsplanung, weil man muss dann selber eigentlich nicht mehr ganz so viel nachdenken. Ja. Es gibt auch eine Faustregel, dass die Phase zwischen Eisprung und nächsten Zyklusstart, die hat mindestens 12 Tage und die ist im Normalfall auf einen Tag plus minus immer gleich lang. Und daran kann sich eine Athletin orientieren, daran kann sich ein Trainer, eine Trainerin gut orientieren, wenn die Athletin dazu in der Lage ist, den Eisprung festzustellen, wo es meistens eher hapert, den wirklich festzumachen, weil... Kann das Garmin nicht? Leider nicht, aber es können auch viele Frauen nicht. Ja. Also es ist lustig, aber ich habe auch sehr viel mit Frauen zu tun, die nicht wissen, woran sie ihren Eisprung erkennen können. Da kann man dann natürlich hergehen und ihnen auch Indizien dafür sagen, wie sie es erkennen. Warum ist das so wichtig? Weil es ganz viele Frauen gibt, die diesen Energieschub durch diese Wachstumshormone FSH und LH spüren, besonders leistungsfähig sind, und das wäre natürlich für den Trainer extrem wichtig zu wissen, wenn man das dann quasi schon ein bisschen im Vorhinein oder zumindest an dem Tag sagen kann, so, und wir geben, was auch immer, die 3-stündige Grundlagenausfahrt raus und wir shredden mal so richtig. Ja. Weil da kann ich die Reize richtig gut verarbeiten. Ja. Ja. Da sind wir aber dann sicher schon auf einem zyklusbasierten Training auf höchstem Niveau. Aber genau da soll es also hingehen. Das ist wieder ähnlich wie bei unserer letzten Folge zu den Metrics. Es geht dann weiter in Richtung Day-by-Day-Planung und irgendwo muss man dann natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. So ehrlich muss man es ja auch sein als Trainer. Die grundlegenden Daten zu wissen ist gut. Dann daraus eine Day-by-Day-Planung zu machen, ist eine ganz andere Nummer. Ja, also unterm Strich ist das dann eine rein betriebswirtschaftliche Nummer. Ja, für beide. Ja, ja, und auch eine Frage der Zielsetzung oder des Niveaus, auf dem sich die Athletin befindet. Ganz, ganz eindeutig. Weil man muss dann nicht unbedingt eben auf Spatzen schießen mit einem Kaliber, das nicht unbedingt notwendig ist. Ja. Genau, also es kommt natürlich immer darauf an, wo will man hin, was sind die Zielsetzungen,
ob das dann wirklich nötig ist. Soll, soll aber nicht heißen, dass man die grundlegenden Dinge nicht trotzdem beachten kann und beachten soll. Ja? Aber ganz ins Detail ist dann mit steigendem Niveau, mit steigendem Commitment, mit steigender, mit steigendem Einsatz sicher interessant. Aber der Einsatz wirkt sich dann eben auch, wie der Gerl gesagt hat, ganz sicher betriebswirtschaftlich aus. Ja, genau. Ja, ich meine, ich glaube, da muss man ja auch irgendwo das Türl aufmachen für Trainer, die sich wirklich mit dem ganzen Zyklus-Thema beschäftigen. Also, dass ich bei einer 20 Euro monatlichen Trainingsplanung mich damit nicht auseinandersetzen kann, glaube ich, liegt auf dem Tisch. Ja. Ich glaube aber schon, dass es für diejenigen, die eine individuelle Planung, und da meine ich wirklich das Wort, den wörtlichen Sinn dahinter verkaufen, dass das da einen Einschlag haben muss. Unter der Prämisse natürlich, dass es die Athletin will. Wenn nicht, dann ist es eher eine andere Sache. Ja. Aber ja, ich glaube, da sind wir uns auf dem Tisch eh alle mehr als einig. Absolut. Was war uns wichtig mit dem Thema? Aufmerksamkeit schaffen, aufzuklären, auf alle Fälle. In die Richtung, auf was muss man aufpassen, auf was kann man aufpassen und wie kann ich mich weiterentwickeln? Mhm. Und dieser Appell geht nicht nur in Richtung Frauen, sondern vor allem auch in Richtung Männer. Vor allem männliche Trainer. Hauen wir raus, ja. Ein Tipp noch für männliche Trainer, die bisher ziemliche Berührungsängste mit dem Thema haben. Nehmt euch bitte eine Athletin, die super offen über das Thema redet. Ja. Von der könnt ihr ganz viel lernen. Ja. Das könnt ihr dann auch nutzen und am Ende des Tages auch verkaufen. ja, fassen wir vielleicht zusammen. Ein großes Thema, ein wichtiges Thema und wie alles sehr individuell. Es hängt von vielem ab, von der Aufgeschlossenheit der Athletin, des Trainers. Es hängt auch davon ab, wie die Athletin gestrickt ist. Das sind eben nicht alle wieder nicht mal alle massiv geil. Es hängt davon ab. Kommunikation ab. Und wie alles darüber muss man einfach reden. Und wenn man nicht drüber reden will, ja, auch okay, aber dann muss man die Konsequenzen auch billig in Kauf nehmen. Ja, ganz genau. Ja. In diesem Sinne sagen wir da danke, dass du da warst. Recht herzlichen Dank. Vielen Dank nochmal für die Einladung, es war meine Freude. Immer wieder gerne. Vielleicht schaffen wir es, dass wir wirklich mal das Thema Cortisol und so weiter ein bisschen näher beleuchten. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, wo wir noch viel machen können. Wenn ihr Fragen habt an uns oder vielleicht eher an die Johanna, info@sweetspot-training.at. Und wir werden das weiterleiten. Ganz genau, so machen wir das. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao, Baba. Tschüss.